أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und wie gewohnt hören wir erst einmal eine Rezitation unseres Sheikhs Abdul Ali Hafizahullah an und dann beginnen wir inshallah ta'ala mit dem Vortrag. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Kommen wir zuerst zur ungefähren Bedeutung der Ayat, die wir uns gerade angehört haben, von Surat Fatir, Sure 35. Alles Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde, der die Engel zu Gesandten gemacht hat, mit Flügeln je zwei,
3 und 4. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann keiner nach ihm freigeben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so wurden bereits vor dir Gesandte der Lüge bezichtigt. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. O ihr Menschen, gewiss Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen. Und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Diejenigen, die ungläubig sind, für sie wird es strenge Strafe geben. Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der recht geleitet ist? Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Darum soll deine Seele nicht über sie in Bedauern zergehen. Denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen. Kommen wir nun zur Fortsetzung der Ayat aus Surat Al-Kahf. Wir sind immer noch bei der Geschichte des Gartenbesitzers und wir haben darüber gesprochen, wie der Gartenbesitzer überheblich in seinen Garten hineingegangen ist, in seine beiden Gärten, und wie er prahlte damit, dass er Besitz hat und Leute hat. Und sein gläubiger Begleiter hat ihn dann ermahnt und hat ihm erklärt, was er hätte tun sollen, wenn er in seinen Garten geht, eben, dass er sagt, Ma sha Allah, was Allah will. Also es geschieht das, was Allah will. La quwwata illa billah, keine Kraft liegt außer bei Allah. Also keine Kraft besitzt irgendjemand außer Allah. Danach sagt Allah Azza wa Jalla in Aya 40, فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. So wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben und über ihn aufeinanderfolgende Strafe vom Himmel senden, sodass er zu schlüpfrigem Erdboden wird. Das Ende der vorherigen Aya lautete, wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du. Er sagte, du sollst nicht prahlen damit, du sollst Masha'Allah sagen. Und ich habe ja weniger Besitz und weniger Kinder, aber, jetzt geht es weiter, so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres geben als deinen Garten. Diese Aya, فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, vielleicht gibt mir mein Herr etwas Besseres, kann man auf zwei Arten
deuten und interpretieren. Entweder es war eine Hoffnung oder es ist ein Bittgebet. Also entweder es war eine Erwartungshaltung, er sagt, es kann sein, dass Allah mir was Besseres gibt. Oder dieses Asa vielleicht ist ein Bittgebet im Sinne von, Ya Rabbi, gib mir etwas Besseres. Das heißt, diese Ayah ist entweder ein Ausdruck der Hoffnung oder also ein Ausdruck der Erwartung, dass in Zukunft es so sein könnte, oder es ist eben ein Bittgebet. So wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben. Und damit tröstet sich der Gläubige. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der Bilder sehr viel Einfluss haben auf das Herz. Man sieht schöne Häuser, schöne Autos, schöne Landschaften. Die Leute machen Urlaub an schönen Orten, essen schönes Essen, haben schöne Kleidung. Und das wird sehr, sehr verbreitet. Es ist nicht so, dass diese Menschen einfach nur das besitzen und das war's, sondern man besitzt es und man tut es kund. Ob in Instagram, WhatsApp-Status, siehst du jeder, was er gefrühstückt hat, was dich interessiert das zwar nicht, aber er muss dir unbedingt sagen, was für eine Kellogg-Sorte er gegessen hat und so weiter. Es gibt so einen Drang, dass man den Leuten erklärt, es geht mir gut. Alhamdulillah, achi, dass dir gut geht. Möge Allah dir deine Versorgung segnen. Das Problem ist aber jetzt, was ist, wenn ich das nicht habe? Ich habe nicht diese schöne Wohnung, diesen schönen Garten, dieses schöne Auto, diese schöne Kleidung. Habe ich nicht. Was macht nun der Gläubige? Wird er traurig? Und die Antwort lautet nein. Dieser gläubige Begleiter, der hat nicht gesagt, oh, wie schön dein Garten. Oh, guck mal dort. Oh, hast du das auch? Mm, das ist ja toll. Er hat sich nicht blenden lassen von dem, was dieser Gartenbesitzer besitzt. Warum? Weil da eine Riesengefahr besteht, welche er glaubt gar nicht an Allah. Das heißt, dieser ganze Reichtum, der wird ihn nichts bringen. Und deswegen sagte er, so wird mir mein Herr vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben. Etwas Besseres wann? Hier gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder in der Dunya, in diesseits, oder, und das, und dieses vielleicht, asa, wenn er damit meint, im Jenseits, dann ist vielleicht, also dann ist dieses asa hier nicht eine Form der Ungewissheit, sondern der Gewissheit. Also sicherlich wird mir Allah etwas Besseres geben. Im Paradies sicherlich, wenn ich als Muslim sterbe, wenn Allah subhanahu wa ta'ala meine Taten annimmt, meine Sünden vergibt, dann werde ich sicher, kein Zweifel besteht daran, dann wird er mir Besseres geben. Und das, liebe Geschwister, ist die Sicherung, die immer sich einschalten muss bei solchen Sachen. Wenn dein Herz zu viel Dunya verlangen hat, ja, das ist genauso wie wenn du zu viele Sachen anhast zu Hause, irgendwann, zack, die Sicherung springt raus oder wie man das auch nennt. Und genauso ist das im Herzen, wenn du merkst, oh, guck mal, so ein fettes Auto, oh, guck mal, was für eine Villa, was für ein Auto, zack, Sicherung. Al-Jannah. Im Paradies bekommst du alles. Stell dir das schönste Auto vor, das es überhaupt gibt jetzt. Das ist ja nichts. Das ist ja Müll im Gegensatz zu dem, was im Paradies dich erwartet. Und daher beschäftigt sich der Gläubige immer wieder mit dem Paradies. Ja Rabbi, wir bitten dich an diesem edlen Tag und in dieser edlen Stunde und während wir dich anbeten, bitten wir dich, dass du uns das Paradies
in das Paradies eintreten lässt, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. O Allah, gewähre uns den Genuss im Paradies. Ja, heißt das, ich darf kein Auto mehr kaufen? Doch, du darfst es im Halal, bitteschön. Aber das Problem ist, wenn dieses Verlangen, das im Herzen ist, dich dazu führt, das Auto unerlaubt zu kaufen. Oder das Haus oder den Urlaub, Allahu a'lam, was du dann machst. Darum geht es. Es gab reiche Sahabe, das haben wir sehr oft erwähnt. Und schaut mal, Abu Bakr as-Siddiq, Umar, radiallahu anhu, Uthman, radiallahu anhu, Ali, radiallahu anhu, denen ging es sehr gut. Das waren keine armen Menschen. Das waren hoch angesehene, Mekkaner, reiche Leute. Alle haben sie das Paradies versprochen bekommen, während sie noch leben. Der Ton wieder macht uns zu schaffen. Allahu a'lam, was man da machen kann. La ilaha illallah. Also ich weiß auch nicht, was man da machen könnte. Also, diese Sahaba, wie sieht es aus immer noch? Diese Sahaba, denen wurde das Paradies versprochen, während sie am Leben waren, obwohl sie reich waren. Also Reichtum ist nicht das Problem, sondern dieses Verlangen, dass du etwas verlangst im Haram. Dieser Gläubige sagte nun also, so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben. Allah Azza wa Jal erwähnte in anderen Ayat, dass der Genuss des Diesseits vergänglich ist und dass dieser Genuss nicht andauert. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Sag, der Genuss des Diesseits ist gering. Und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Und euch wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Also das ist immer ein wichtiger Aspekt, dass wir immer an das Jenseits denken, wenn wir Sachen nicht haben, die wir uns wünschen, dass wir wissen, Allah Azza wa Jal wird mir etwas Besseres geben. Wie gesagt, es kann sein, dass es ein Bittgebet ist. Und darüber werden wir gleich noch reden, denn er sagte ja in seinem Bittgebet, wenn es ein Bittgebet sein sollte, und vielleicht wird über ihn aufeinander folgende, wird Allah Azza wa Jal über den Garten aufeinander folgende Strafe vom Himmel senden. Das ist entweder eine Erwartung, wie gesagt, oder auch ein Bittgebet. Wenn es ein Bittgebet ist, dann ist, das werden wir gleich sehen. Wenn es eine Erwartung ist, woher will er denn wissen, dass ihm das passiert? Er sagt ihm, er geht jetzt mit diesem Gartenbesitzer und sieht, er hat Flüsse, er hat Bäche, er hat Wasser, er hat Pflanzen, er hat Leute. Und dann kommt er und sagt, hör mal zu, es kann sein, dass das alles zugrunde geht. Woher will er denn das wissen? Jazakallahu khairan. Er kennt nämlich die göttlichen Gesetzmäßigkeiten. Der Einfluss der Sünden auf die Natur. Dieses Thema lernt man nicht in Bio und Erdkunde und Geologie und Physik und Chemie. Sünden haben einen Einfluss auf die Natur. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zum Beispiel, wenn Zinsen verbreitet sind und so, was passiert dann? Naturphänomen. Was ist das Naturphänomen dann? Es regnet nicht mehr. Dürre. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Sünden haben eine Auswirkung auf die Natur. Warum? Weil die Natur
wird von Allah gelenkt. Der Engel, welcher Engel ist zuständig für Regen? Mikael. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Befehl an Mikael, dort soll es regnen, dort soll es nicht regnen. Dort gibt es ein Erdbeben, dort gibt es kein Erdbeben. Das heißt, dieser Gläubige hatte sehr viel Wissen. Er wusste, wenn du undankbar bist, wenn du nicht an Allah glaubst, dann bist du ein Kandidat dafür, dass Allah azza wa jal dir die Gaben entzieht. Ja, aber Sekunde mal, guck doch mal, wie viele Nichtmuslime, denen geht es so gut und allgemein jetzt die Entwicklungsländer, ja, oder dritte Weltländer, fünfte Weltländer, das ist ja bestimmt nicht Deutschland und Amerika. Was hatten wir gesagt zu Beginn? Der Gartenbesitzer, was für einen Fehler hatte er in seinen Schlüssen, in seinem Analogieschluss? Er dachte, nur weil es ihm jetzt gut geht, ist er ein guter Mensch. Das ist kein Analogieschluss, der richtig ist, sondern falsch. Nur weil es diesen Ländern gut geht, heißt es nicht, dass sie alles richtig machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er gibt in der Dunya dem Gläubigen und Ungläubigen, aber im Jenseits gibt er nur dem Gläubigen, aber nicht dem Ungläubigen. Möge Allah uns in der Dunya und in der Akhira geben. Also dieser gläubige Mensch, dieser Begleiter, hatte diese Regel verstanden. Wenn du undankbar bist, entzieht dir Allah deine Gabe. Die Botschaft jetzt für mich und für dich, für uns alle, sei dankbar. Du hast ein Auto, sei dankbar. Du hast eine Wohnung, sei dankbar. Du hast Kleidung, sei dankbar. Du hast Essen, sei dankbar. Wie bin ich denn dankbar? Was ist Dankbarkeit? Wie mache ich das? Zufriedenheit? Was noch? Alhamdulillah sagen. Erst einmal das Artikulieren. Alhamdulillah. Ja? Anerkennen, dass die Gabe von Allah ist. Das hat ja dieser Gartenbesitzer eben nicht getan. Er dachte, das wäre seine Kunst. Nicht schauen, was man nicht hat, sondern schauen, was man hat. Genau, also die Genügsamkeit, dass man sagt, Alhamdulillah, das, was Allah mir gegeben hat, ja? Jazakallahu khairan. Dankbarkeit durch Taten. I'malu ala Dawuda shukra. Handelt, o Familie Dawuds, dankbar. Das bedeutet, Ash-Shukr, der Dank, muss auch praktisch umgesetzt werden. Was heißt das? Das heißt, dass du die Gabe benutzt in Dingen, die Allah zufriedenstellen, die Allah liebt. Du hast ein Auto, dann fährst du damit zur Moschee. Oder du fährst deine Mutter zum Arzt. Möge Allah unsere Mütter bewahren und unsere Väter. Und die Verstorbenen von ihnen, möge Allah sie mit Gnade behandeln. Dass du einkaufen gehst mit deinem Auto. Das heißt, dass du etwas tust für Allah mit dieser Gabe. Dass du eben nicht sündigst mit diesem Auto. Irgendwo hingehst, wo es Sünden gibt oder damit du eine Sünde vollziehst. Das heißt, schau dir die Gaben an und wie du diese Gaben verwendest. Das ist Dankbarkeit. Also, dieser Gläubige hatte herausgefunden oder er wusste, dass in Zukunft dieser Person etwas passieren wird aufgrund seiner Undankbarkeit. Und das, liebe Geschwister, ist eine Gesetzmäßigkeit. Auch wenn es vielleicht etwas dauert, am Ende kommt die Quittung. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Tyrannen, einem Tyrannen, einem ungerechten Menschen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen will, dann gibt er ihm erst einmal Aufschub. Er gewährt ihm erst einmal Aufschub. Was heißt das? Das heißt, die Strafe kommt nicht sofort. Wenn er ihn aber dann nimmt, also wenn dann die Strafe kommt, dann wird sie vernichtend sein, möge Allah uns davor bewahren. Dieser Aspekt, liebe Geschwister, dass die Strafe später kommen kann,
dass die Quittung später eintreten kann, lässt einen Muslim immer vorsichtig sein. Ja Rabbi, mir geht's so gut, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ich habe alles, was ich habe. Ja Rabbi, bitte lass es nicht ein Aufschub sein. Nicht, dass am Ende ich doch irgendetwas getan habe, was eine Sünde war, und Allah Azza wa Jal irgendwann mir die Strafe verleihen wird, geben wird, möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, der Gläubige, auch wenn du gottesfürchtig bist, tugendhaft bist, du darfst dir nie sicher sein, Alhamdulillah, mir kann nie was passieren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie im Arabischen dieses Wortspiel, yumhil wala yuhmil. Yumhil, er verleiht dir Aufschub, er gewährt dir Zeit. Wala yuhmil, er vernachlässigt aber nicht. Deswegen im Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis das, wenn der Diener dann denkt, möge Allah bewahren, dass Allah ihn vergessen hätte, er ihn dann vernichtet. Möge Allah uns bewahren. Also das ist die erste Deutung, dass er vorausschauend war, dieser gläubige Mensch, und dass er eben wusste, da könnte etwas passieren, diesem Gartenbesitzer. Die andere Deutung lautet, er hat Dua gemacht gegen ihn. Mit anderen Worten, möge Allah dein Besitz vernichten. Dieses vielleicht wird dann eine Strafe vom Himmel kommen. Dieses vielleicht, haben wir gesagt, könnte auch ein Bittgebet sein. Was heißt es also mit anderen Worten? Er hat Dua gegen diesen Menschen gemacht. Möge Allah dein Besitz vernichten. Und was ist passiert? Sein Besitz war weg. Es ist zugrunde gegangen. Aber warum macht er Dua gegen ihn? Ja? Bitte. Bevor Fajr noch, um die Ernte reinzuholen, damit die armen Leute nicht kommen, die nach irgendeinem. Das ist eine andere Geschichte. Genau, diese von Surat al-Qalam, das waren drei Brüder. Und genau, das ist nicht die gleiche Geschichte wie hier. Bei Surat al-Qalam, das waren dann Brüder, und die haben von, ihr Vater war großzügig und hatte viel geschenkt und so weiter. Und deswegen, die Armen wussten, wir können dort essen in diesem Garten. Aber die, als ihr Vater groß war oder sogar verstorben ist und die das übernommen haben, wollten sie früh raus, um alles zu ernten, dass die Armen gar nichts bekommen. Und dann hatten sie nichts vorgefunden. Ja, das ist dann eine andere Geschichte. Genau, Jazakallahu khairan. Warum macht dieser Mensch Dua gegen diesen Besitzer, ja, Gartenbesitzer? Weil er undankbar war für die Gaben Allahs, ja. Sonst noch eine Idee, ja? Weil er Hochmut hat. Und wenn man Hochmut hat, wie wird das Verhalten dann sein? Ja? Überheblich, ja, und wie wird es dann sein, überheblich, ja? Arrogant. Hochmut, überheblich, arrogant, ist alles das Gleiche? Ja gut, undankbar, aber jetzt mit den Menschen. Ungerecht, genau, Jazakallahu khairan. Hochmut führt sehr oft zu Ungerechtigkeit. Arroganz, Überheblichkeit führt sehr oft zu Ungerechtigkeit. Und das zeigt sich schon in den ersten Ayat, als er, dieser Begleiter, der kam, und gleich hat er ihm was gesagt? Ich habe mehr Geld und Leute als du. Daraus entnehmen die Gelehrten, er hat Dua gemacht, weil das ein Tyrann war. Er hat Dua gegen ihn gemacht, weil er ein Tyrann war, ein Unterdrücker war. Die Leute, die dort waren, hat er erniedrigt. Und das ist geboten, das ist erlaubt. Dua gegen Tyrannen, gegen Menschen, die sehr, sehr viel Schlechtes tun, das ist erlaubt. Auch wenn die Geduld sehr nobel ist in diesem Punkt, aber es ist erlaubt, dass man auch Dua gegen diese Person macht. Wir werden das inshallah noch einmal aufgreifen, aber zuerst kommen wir zur Strafe, die kommen sollte.
Und zwar sagt Ibn Kathir rahimahullah über die Ayah und über ihn, also über den Garten, aufeinander folgende Strafe vom Himmel senden. Ibn Kathir sagte, offensichtlich handelt es sich um einen gewaltigen Regen, der die Saat und die Bäume herausreißt. Vom Himmel, hat er gesagt. Eine Strafe vom Himmel. Was fällt vom Himmel? Regen, Hagel, sowas. Ibn Ashur rahimahullah sagte über den Ausdruck Husban, weil es steht im arabischen Wortlaut, Husbanan min as-sama. Was ist Husban? Er sagt, es können vier verschiedene Sachen sein. Sprachlich gesehen, Husban hat vier Bedeutungen. Entweder vorbestimmte Vernichtung, etwas, was vorherbestimmt wurde, irgendwas, also Allgemeingehalt. Oder Pfeile, Allahu a'lam, in welcher Form. Oder ein Schrei, und diese Strafe gab es ja schon früher bei Ad und so, ein Ton, ein Schrei, der die Menschen umgebracht hat. Ein Mensch erträgt ja nur eine bestimmte Tonlage. Ja, wenn es lauter wird, dann stirbt man. Oder auch Heuschrecken. Könnte auch sein. Allahu a'lam. Sodass er zu schlüpfrigem Boden wird, das heißt, sodass dein Garten aufgrund der Strafe dem Erdboden gleich gemacht wird. Also dass diese Bäume und alle Pflanzen alle dem Erdboden gleich gemacht werden. Dann sagt er, in der nächsten Ayah geht es weiter mit diesem Dua oder mit dieser Erwartung. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Oder dass sein Wasser versickert sein wird, sodass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können. Strafe von Himmel und kein Wasser. Was heißt das? Das bedeutet, dein Garten möge zerstört werden und du mögest ihn nicht noch einmal anbauen können. Warum? Kein Wasser mehr da. Also ein Dua, ein gewaltiger Dua. Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, so hat er ein Bittgebet aufgesagt, wodurch der Garten vernichtet wird, entweder durch Regen, der es überschwemmt, sodass es zu schlüpfrigem Erdboden wird, oder dadurch, dass das Wasser versickert, sodass er es nicht mehr ausfindig machen kann. In beiden Fällen handelt es sich um eine Vernichtung. Also, dass der Garten gar nicht mehr wachsen kann. Die erste Form, also vom Himmel, deutet auf die Vernichtung des vorhandenen Gartens hin und die andere Form deutet auf die Unmöglichkeit der Wiederherstellung des Gartens, also dass er kein Wasser mehr hat. Bezüglich des Bittgebets noch einmal, wie kann er denn ein Dua machen gegen diesen Menschen? Wir haben gesagt, es muss also ein Tyrann gewesen sein. Jemand, der dir nichts angetan hat, warum sollst du jetzt Dua gegen ihn machen? Aber wenn jemand ein Tyrann ist, nicht, dass er einmal einen Fehler gemacht hat, sondern es ist jemand, der ihm so, das ist seine Lebensweise, die Menschen zu erniedrigen, zu quälen, zu unterdrücken, dann ist es erlaubt, Dua zu machen. Allah Azza wa Jalla sagt, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Allah ist allhörend und allwissend. Ibn Kathir rahimahullah zitierte dazu die Aussage von Ibn Abbas, Allah liebt es nicht, dass jemand gegen einen anderen ein Bittgebet aufsagt. Also so hat es Ibn Abbas radiallahu an erläutert. Und wichtig ist immer beim Verständnis des Koran, dass wir es so verstehen, wie die Sahaba es erläutert haben. Also Ibn Abbas radiallahu an sagte,
Allah liebt es nicht, dass jemand gegen einen anderen ein Bittgebet aufsagt, außer wenn er Unrecht erfahren hat. Diesem erlaubt Allah das Bittgebet gegen den Ungerechten auszusprechen. Daher sagt er, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Ibn Abbas sagt weiter, wenn er aber geduldig ist, so ist es besser für ihn. Aber das ist natürlich eine besondere Stufe. Und so war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hat sehr, 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 sehr selten Dua gegen seine Feinde gemacht. In den meisten Fällen hat er vergeben. In den meisten Fällen hat er für sie Dua gemacht. O Allah, bestrafe sie nicht, denn sie sind unwissend. Ja, das war besonders zu Beginn der Da'wah, als sie ihn schlecht behandelt haben. Aber bei einigen Personen oder einigen Gruppen, die wirklich sehr viel Unheil gestiftet haben, hat er auch mal Dua gegen sie gemacht. Also beides ist möglich. Aber hier ist, liebe Geschwister, wichtig, dass man das nicht missbraucht. Ja, bei Kleinigkeiten gleich Dua gegen die Leute zu machen. Nein, sondern nur, wenn es wirklich jemand ist, der am laufenden Band Unheil stiftet. Und das Allerwichtigste, liebe Geschwister, dass man nicht Dua gegen seine Kinder macht. Ja, besonders im Arabischen leider ist das verbreitet. Da sagt der Vater oder die Mutter, macht dann Dua gegen sein Kind. Das ist Unheil, ist das. Denn diese Dua wird von Allah erhört. Und dann trifft es dein Kind. Oder einige machen sogar Dua gegen sich selbst. Und das ist auch schlimm. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erhört deine Bittgebete, auch wenn sie gegen dich sind. Also benutze doch nicht dieses schöne Mittel des Dua, um dir selbst zu schaden oder deinen Kindern zu schaden. Nun, nach diesem Bittgebet oder nach dieser Erwartung des gläubigen Begleiters ist das auch tatsächlich passiert. Allah sagt, وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Und seine Früchte wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen, wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hat, also für den Garten. Während er wüst in Trümmern lag, mit seinen Spalieren eingestürzt, und zu sagen, o hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt. Wie gesagt, entweder das Bittgebet wurde erhört oder er hat eben die Quittung bekommen für seine Undankbarkeit. Und Allah sagt, seine Früchte wurden ringsum erfasst. Guckt mal diese Formulierung. Ringsum erfasst. Wa uhita. Das heißt, diese Strafe, die kam von allen Seiten. Also kein Fleck wurde verschont. Wenn die Feinde dich umzingeln, kannst du irgendwo weg? Nein. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem kurzen Wortlaut erklärt, und mit in einem anderen Wortlaut würde man lange reden, und der gesamte Garten war futsch, es ist nichts mehr geblieben und er konnte nichts mehr. Dieses ringsum erklärt das schon alles. Und das ist die Rhetorik des Korans. Das Wunderschöne im Koran, nicht nur was sagt Allah, sondern wie sagt er es. In einer Art und Weise, die dir ein Bild zeigt, sodass du dir das vorstellen kannst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen. Was heißt, seine Handflächen umzudrehen? Ibn Abbas, radiallahu anhu,
überlieferte, also es wurde auch überliefert von ihm, dass es bedeutet, er hat mit einer Hand auf die andere geschlagen. Jemand, wenn er etwas verliert, sagt er, was heißt das? Das war es, alles weg. Oder so, ja, ja, dieses Jammern, oh, dieses Hand umdrehen, oh nein, was ist, ja, also Allahu a'lam, wie er das gemacht hat, ja. Auf jeden Fall, er hat hier eine Gestik, oder nicht, etwas gezeigt, das sein Bedauern, seine Trauer ausdrückt. Al-Qurtubi, der Tafsir-Gelehrte, sagte, es heißt ja was, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. فَأَصْبَحَ heißt was, Al-Qurtubi sagt, der Ausdruck fa so, ja, also so dann, asbaha, dieser Ausdruck asbaha, da begann er, deutet darauf hin, dass die Zerstörung in der Nacht stattgefunden hat, wie auch bei der Geschichte von den, in Surat al-Qalam, die Gartenbesitzer auch, ja, es waren aber dann mehrere. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ. Asbaha, also er begann am Morgen, morgens. Also Al-Qurtubi leitet hier ab, anscheinend war Zeitpunkt dieser Vernichtung die Nacht, sodass er morgens rausging und so dann mit seinen Händen gemacht hat, alles ist weg, alles ist futsch. Allah Azza wa Jal sagt, wegen Surat Al-Qalam, wegen der anderen Geschichte, da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen, die Besitzer dieses Gartens, und er war dann am Morgen wie abgepflückt, also der Garten war am Morgen wie abgepflückt, es ist nichts mehr geblieben. Der Ausdruck, während er wüst in Trümmern lag, mit seinen Spalieren eingestürzt. Was sind Spalieren? Genau. Das sind diese Holzkonstruktionen, damit die Pflanzen, ja, so gerade bleiben. Wie bei Trauben. Kennt ihr die Trauben? Da gibt es ja immer diese Holzdingens da, ja, Spalieren, ja, genannt, damit eben diese dranbleiben. Das heißt, alles ist eingestürzt von der Wucht dieser Strafe. Hier gibt es eine besondere sprachliche Sache. Dieser Ausdruck, die Spalieren, während er wüst in Trümmern lag, mit seinen Spalieren eingestützt, ist eine koranische Redewendung. Das ist ja ein Thema für sich. Und das, also darüber hat auch Ibn Ashur, rahimahullah, ein zeitgenössischer, also er ist verstorben, rahimahullah, Tafsir-Gelehrter, Redewendungen, die vom Koran eingeführt wurden, die natürlich die Araber dann übernommen haben. Diese Redewendung finden wir im Koran auch, und zwar sagt Allah Azza wa Jal, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. خاوية على عروشها. Das ist die Redewendung. خاوية على عروشها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Oder kennst du nicht einen ähnlichen in سورة البقرة آية 259. Oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag, mit ihren Spalieren eingestürzt? Das ist eine Redewendung für was? Vernichtung. Es wurde vernichtet. Dieses Volk, um wen geht es da? Wer war denn das? Nein, nein, nicht, bitte? Uzair. Das war der 100 Jahre dann... Nach 100 Jahren ist er wieder auferstanden und das war der Einzige, der die Tora noch kannte. Und das war, deswegen sagten die Juden, das wäre ein Prophet gewesen, ja, seine Geschichte. Er wurde nicht namentlich in dieser Ayah genannt, aber eben die Ulama Tafsir sagen, gemeint ist Uzair.
Auf jeden Fall, diese Redewendung, während er wüst in Trümmern lag, mit seinen Spalieren eingestürzt, das finden wir auch an anderen Stellen im Koran. Dann sagte er was? O, hätte ich doch meinem Herrn niemandem beigesellt. Jetzt ist die Frage bei den Gelehrten. Wann hat er das gesagt? Was glaubt ihr, welche zwei Möglichkeiten es gibt? Ja? Nachdem er das gesehen hat. Das ist die erste Möglichkeit. Ja? Genau. Das war seine Beigesellung, dass er eben nicht an Allah geglaubt hat. Wann hat er es gesagt? Zu welchem Zeitpunkt? Ja? Die zweite Möglichkeit, Yawm al-Qiyamah. Beides ist möglich. Er sagte, o hätte ich doch meinen Herrn niemanden beigesetzt. Sehr schön. Wann hat er das gesagt? Steht hier nicht drin. Also sind zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder er hat es sofort gesagt, oder er hat es Yawm al-Qiyamah, oder er wird es Yawm al-Qiyamah sagen. So wird der Ungläubige Yawm al-Qiyamah natürlich bedauern. Alle Menschen, möge Allah unsere Sünden vergeben, werden Yawm al-Qiyamah alles bedauern. Und das ist natürlich wieder eine Botschaft für uns alle. Du wirst, auch wenn nicht in der Dunya, du wirst deine Tat bedauern, deine schlechte Tat. Denke nicht, du kannst, wenn du hier in der Dunya, du hast Connections, du hast Geld, ja, du kannst ungerecht sein, niemand macht dir was, dass du dann entfliehen kannst vor der Strafe Allahs, Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns bewahren. Nach Ansicht einiger Tafsir-Gelehrten ist diese Aussage aber möglicherweise eine Reue. Das ist jetzt die dritte Ansicht. As-Sa'di rahimahullah sagt, es ist nicht verwunderlich für die Gnade und Feinfühligkeit Allahs, das brauchst du nicht zu, also du brauchst nicht denken, das kann nicht sein, ja? Es ist nicht verwunderlich, dass der Zustand des Gartenbesitzers, dessen Garten zerstört wurde, dass der Zustand sich verbessert hat und Allah ihm Reue beschert hat, sodass er zur Vernunft gekommen ist und seine Überheblichkeit abgelegt hat. Denn er hat sein Bedauern über die Beigesellung Allahs ausgedrückt. Bedauern ist doch, Reue ist doch Bedauern. Denn wenn Allah mit einem Diener Gutes vorhat, dann beschleunigt er ihm die Strafe im Diesseits. Subhanallah. Manche Menschen, liebe Geschwister, werden erst bereuen, wenn sie die Ohrfeige bekommen. Keine Angst, nicht von mir. Wenn sie einen Schicksalsschlag bekommen. Wie oft gibt es Leute, die haben bereut, der war auf dem Weg, Allahu alam, halb betrunken und so, möge Allah bewahren, hat einen Unfall gemacht und ist zurückgekehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also Reue. Er hat bereut, er hat gesagt, das war doch kein Leben. Das gibt es sehr oft. Aber warum verzögerst du die Reue, bis diese Operation nötig ist bei deinem Herzen? Allah öffnet das Tor der Reue für dich jetzt schon. Also kehre zurück zu Allah, während du unversehrt bist. Warte nicht, bis Allah dir erst einmal einen Schicksalsschlag schickt, dass du zurückkehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Schicksalsschläge können unterschiedlich sein. Krankheit, Tod von Verwandten, Allahu alam, irgendetwas. Aber der Kluge, der wartet nicht erst, bis dieser Schicksalsschlag eintritt, um zu bereuen, sondern kehrt vorher schon zurück. Dann gibt es noch abschließend eine weitere sprachliche Angelegenheit. Und zwar, diese Ayah begann mit der Konjunktion und. Anstatt sodann. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. Nicht فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. Was ist der Unterschied zwischen und sodann?
um darauf hinzudeuten, dass der Garten nicht nur aufgrund des Bittgebets des Gläubigen vernichtet wurde, sondern dass das Verhalten des Gartenbesitzers auch Grund genug ist, dass der Garten vernichtet wurde, auch wenn es eine Erfüllung des Bittgebets des Gläubigen war. Seht ihr, was die Tafsir-Gelehrten machen? Die gehen mit der Lupe und schauen sich jeden einzelnen Buchstaben an. Wa oder fa. Ein Buchstabe Unterschied. Und die Bedeutung ist anders. Wenn es fa wäre, dann wäre es ja eine Ursache-Wirkung, oder nicht? Etwas passiert, so dann, also die Auswirkung dessen ist. Aber Allah sagte nicht fa, sondern er sagte wa. Also was heißt das? Also muss es nicht unbedingt die Wirkung dieser Ursache gewesen sein. Welche denn? Das Bittgebet. Somit packt Allah mehrere Bedeutungen in ein und derselben Ayah. Also, sein Garten wurde vernichtet aufgrund des Bittgebets. Allah hat das Bittgebet erhört, denn Allah erhört die Bittgebete der Unterdrückten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Bittgebet der Unterdrückten erhört Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir immer uns in Acht nehmen, sei nie ein ungerechter Mensch. Al-Hasan, radiyallahu anhu, der Sohn von Ali, radiyallahu anhu, Enkelsohn des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er wurde ja auch mit einem Pfeil angegriffen und er sah denjenigen, der es getan hat. Und dann hat man ihm gesagt, sag uns doch, wer es war. Dann sagt er, lieber sterbe ich als jemand, der Unrecht erfahren hat, als dass ich Unrecht jemandem zufüge. Er sagte, lieber nicht, also nicht, dass ich jemanden unrechtmäßig hier jetzt anklage und so weiter und so fort, obwohl er hat ihn ja gesehen. Gehe aus dieser Welt heraus und du hast keinem Menschen etwas angetan. Weil Yawm al-Qiyamah, kannst du nicht sagen, okay, bitteschön, ich gebe dir Geld, hör mal zu, ich mache dir was Gutes. Yawm al-Qiyamah, gibst du deine Hasanat, wenn du keine Hasanat mehr hast, kriegst du die Sünden dieses Menschen. Also, entweder das Bittgebet wurde erhört, weil das Bittgebet der Unterdrückten erhört wurde, oder eben Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auch ohne dieses Bittgebet vernichtet, diesen Garten, weil er, dieser Gartenbesitzer, undankbar war. Und an dieser Stelle machen wir dann Halt. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie war der Ton?